Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Jetzt stelle ich euch einmal die Ballen als Asset vor. Ihr seht ja hier bei den Standardbauernhöfen gibt es Ballen, Rundballen, Waderballen, aber halt es nur aus Stroh. Und jetzt gibt es eine Mod im Forum zu finden, Link wie immer unten in der Videobeschreibung und auch einen großen Dank an den Modder. Gibt es eine Mod, die das ermöglicht, die auch freizusetzen, plus ein paar Extras. Finden tut ihr die Mod unter hier Gelände und dann unter Assets und es wird mit einem kleinen Traktor, landwirtschaftliche Assets, mit einem kleinen Traktor hier dargestellt. So, und dann seht ihr das einmal schon. Einmal Silageballen, kann man die Folienfarbe noch ändern hier in verschiedenen Farben. Und einmal Strohballen und Grasballen. So, ihr seht jetzt, der Ballen steckt zur Hälfte jetzt im Boden. Aber den kann man sich ja mit den Punkt- und Komma-Taste, kriegt man den ja nach oben. Oh, das war die falsche Taste. Jetzt habe ich jetzt irgendwo in den Himmel geschossen. Kann man sich den ja auf die Höhe packen, wo man ihn braucht, und dann kann man ihn hier hinsetzen. So, wenn man jetzt die 90 Grad gedrehten Ball nimmt, dann steht der Ballen aufrecht. So, und dann gibt es natürlich noch den Quaderballen, den gibt es natürlich dann auch in der aufrechten Position beziehungsweise in der horizontalen Position. So gibt es den dann natürlich auch. Das gleiche natürlich mit Strohballen. Die gibt es natürlich dann auch in allen verschiedenen Variationen. Und dann natürlich noch einmal diese Silageballen, die dann jetzt, wie gesagt, in verschiedenen Folienfarben zur Verfügung stehen. Grün und Weiß sind ja somit die gängigsten. Schwarze gibt es auch mal für Silage eventuell, damit da mehr Wärme reingeht. Blau und Gelb habe ich jetzt nicht gesehen, beziehungsweise schon gar nicht rosane. Sind vielleicht vom Lichtfaktor her auch ein bisschen überbelichtet. Also ist, ja, sie stechen schon ziemlich hervor. Bei dem Schwarzen, bei dem Grünen und bei dem Gelben geht es. Muss man da selber wissen, wie es einem mag. Man sieht hier so einen Lichtschein oben drüber. Das ist bei dem Grünen und bei dem Schwarzen und bei dem Gelben nicht. Muss man halt, was man halt gerne mag. Wenn man die jetzt hinlegt, dann nehmen wir mal den Weißen, der strahlt ja ziemlich. Wenn wir den jetzt hinlegen, oh, nicht Quad, gibt es auch als Quaderball natürlich. Dann, dann glänzt hier auch ziemlich sehr, also es glänzt sehr stark die Oberfläche. Dann muss man halt wissen, was man mag. Aber ansonsten gibt es hier ja reichlich Auswahl jetzt an Ballen, die man sich jetzt auch in Felder setzen kann, auf eine Wiese, eine abgemähte Wiese, macht man Grasballen hin, etc. Also gibt wieder ein kleines Asset, wo es man ja schön nutzen kann, vor allen Dingen als Schönbauer. Gut, wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.